Hallo, ihr fabelhaften Krebsgeborenen und Krebsaszendenten. Ganz herzlich willkommen zum Liebeshoroskop im September 2017. Ich bin Antonia Langsdorf, eure Astrologin, und ich führe euch durch die Konstellationen. Wenn ihr eine Beratung zu einer ganz persönlichen Situation braucht, dann stehe ich euch dafür natürlich gern zur Verfügung. Ihr könnt auf meinem Kundentelefon anrufen oder die Beratung direkt über meine Homepage buchen unter www.antonialangsdorf.com. Infos dazu findet ihr, wenn ihr auf das kleine i hier im Bild klickt und natürlich unten in der Videobeschreibung. Mit etwas Glück könnt ihr 15 Minuten Beratung auch bei mir gewinnen. Wie ihr teilnehmen könnt an der Verlosung, dazu mehr am Ende des Videos. Also bleibt dran! Ihr startet wahrscheinlich etwas verhalten in den September und möchtet neue Aufregungen möglichst vermeiden, denn davon gab es in den letzten beiden Monaten bestimmt genug. Wahrscheinlich habt ihr eine Folge von sehr spannenden, schönen Erlebnissen, gerade auch im Kreis der Familie, erlebt und zwischendurch dann Momente von Chaos und Panik, die euch schlaflose Nächte bereitet haben. Doch die Sterne zeigen, dass ihr im Laufe des Monats wieder zu alter Form auflauft und wahrscheinlich öfter mal im Mittelpunkt steht. Denn man hört euch einfach gerne zu. Was ihr zu sagen habt, berührt die Herzen anderer Menschen. Jetzt schauen wir uns eure Konstellationen genauer an und wir fangen an mit dem Erlebnishintergrund. Und da ist so einiges los bei euch im Horoskop, das wisst ihr ja auch bestimmt schon längst. Wir fangen an mit dem schönen romantischen Aspekt. Ihr habt nämlich ein sehr schönes Trigon zu Neptun. Der steht in Harmonie zur Krebssonne und Neptun ist ja nun mal der Romantikplanet schlechthin. Das begünstigt sowohl romantische Pläne für die Liebe, hier neuntes Haus, romantische Philosophien, für viele Krebse auch, dass sie sich einen Guru suchen und dass sie auf Visionssuche gehen, weil es ja auch der Planet der Visionen und der Spiritualität ist. Aber jetzt für die Liebe heißt dieser Aspekt einfach, dass große Chancen bestehen, dass ihr eine romantische, tolle Beziehung habt oder auch anfangt. Und diesen Aspekt spüren jetzt besonders die, die zwischen dem 2. und 6. Juli Geburtstag haben. Allerdings hängt da ja nun dieses Halbquadrat zu Uranus dran, der auch in Spannung zur Krebssonne steht. Und da kann es für euch auch sein, müsst ihr sehr darauf achten, dass ihr jemand Neues kennenlernt, vor allem wenn es übers Internet ist, der sich vielleicht dann ganz anders darstellt, als er in Wirklichkeit ist. Also hier wäre es nochmal super wichtig, die 90-Tage-Regel zu beachten. 3 Monate sich Zeit nehmen, jemanden kennenzulernen und dann erst tiefer einsteigen, damit eben ihr nicht vom Herzen her verletzt werdet. Weil das ist für Krebsgeborene besonders schlimm. Die tun sich besonders schwer, dann auch sich von sowas zu erholen. Ne? Genau. Ja, dann haben wir das Quadrat zu Jupiter. Der steht, wie ich finde, trotz Quadratspannung sehr günstig für die Krebse. Einfach, weil er bei euch im Haus der Familie steht, hier im Sonnenhaus der Familie. Ich persönlich bin ja Krebsaszendent, kann nur sagen, dass ich also eine super, super, super schöne Zeit hatte mit Jupiter im 4. Haus. Das ist ja jetzt schon eine ganze Weile für mich und ich finde es einfach nur wunderbar. Klar, da ist auch eine Spannung drin. Man neigt dann manchmal auch zum Übertreiben oder man ist vielleicht enttäuscht, wenn eine Erwartung nicht erfüllt wird. Aber für die Krebse und Krebsaszendenten als Familienmenschen ist es ein wunderschöner Aspekt. Und den solltet ihr genießen, obwohl ja, wenn Jupiter dann im Oktober in den Skorpion geht, er auch gut zu eurer Sonne steht. Aber jetzt ist er eben im Haus der Familie und begünstigt auch Beziehungen, Beziehungen knüpfen aller Art. Und diesen Aspekt spüren in diesem Monat besonders die Geburtstagskinder zwischen dem 15. und 21. Juli. Dann kommen wir zu einem schwierigen Aspekt. Das ist die Opposition zu Pluto, steht für euch ja nun auch schon seit einigen Jahren im Partnerhaus. Und zeigt einfach, dass sehr faszinierende Menschen euren Weg kreuzen, die aber auch leider dazu neigen, ordentlich Druck auf euch auszuüben. Und ihr müsst das jetzt selber so ein bisschen steuern, ne? Also ihr zieht einfach Menschen in euer Leben mit dieser Energie, die euch einiges abverlangen. Aber der Sinn der ganzen Sache mit Pluto ist ja Transformation. Und ihr müsst einfach unterscheiden, habe ich auch schon oft gesagt, kann man aber nicht oft genug sagen, jemand, der euch begegnet, verändert der was bei euch zum Besseren? Dann solltet ihr euch dem aussetzen. Aber wenn dieser Druck unangenehm ist, ne, oder wenn ihr einfach das Gefühl habt, dass ihr irgendwo hingedrängt werden sollt, wo ihr gar nicht hin wollt,
dann müsst ihr dem auch einen Riegel vorschieben, weil diese Pluto-Begegnungen, die haben auch die Eigenschaft, einen so richtig zu bezwingen. Und gerade die Krebse, die wollen ja immer mit allen in Harmonie sein und die geben dann nach, weil die nicht Nein sagen können. Und da müsst ihr halt aufpassen. Sonst seid ihr 0, nichts in was verstrickt, wo ihr Schwierigkeiten habt, wieder rauszukommen. Und das ist jetzt diesen Monat besonders verstärkt. Alle Pluto-Themen sind ganz stark verstärkt. Denn Pluto wird Ende des Monats wieder direktläufig, nach einigen Monaten der Rückläufigkeit. Also dieser Richtungswechsel verstärkt die Kräfte, die von Pluto ausgehen. Das müsst ihr einfach wissen. Ideal natürlich, wenn ihr einen tollen Partner habt, der auch gleichzeitig diese Stärke und Tiefe ausstrahlt oder auch jemand Neues kennenlernt, vielleicht einen Steinbock, die haben ja den Pluto hier stehen, oder auch einen Skorpion, das sind ja sowieso die Pluto-Typen. Na, wenn das gut läuft und ihr demjenigen vertrauen könnt, dann kann das auch ein super Aspekt sein. Aber dann müsst ihr halt sehr genau unterscheiden und nicht aus Nachgiebigkeit oder auch, weil es euch vielleicht schmeichelt, euch da in irgendwas reinziehen lassen, was ihr nicht wollt. Weil dafür seid ihr zu wertvoll. Und das Thema Werte ist auch jetzt hier gerade durch den Mondknoten auch sehr stark betont bei euch. Genau, und diese Opposition, habe ich schon gesagt, spüren diesen Monat besonders die Geburtstagskinder vom 6. bis 10. Juli. Dann haben wir noch das Quadrat zu Uranus. Der steht eben in Spannung zur Krebssonne für die Geburtstagskinder jetzt vom 19. bis 22. Juli. Ist auch ein bisschen schwierig, weil Uranus verlangt ja immer Erneuerung und manchmal auch einen Abbruch oder eine Trennung von etwas oder jemanden, und Krebse trennen sich nun mal nicht gerne von etwas oder jemanden. Krebse sind neben Stiere die stärksten Sammler und Horter des Tierkreises. Und wenn jetzt Uranus da irgendwo so einen richtig frischen Wind reinbringen will und sagen will, ihr müsst was Neues machen, ihr müsst ausziehen, ihr müsst, je nachdem, wo er auch bei euch steht, ne, ihr müsst einen neuen Job euch suchen, steht ja hier im 10. Sonnenhaus, oder eben für manche einfach auch, ihr müsst einen neuen Partner euch suchen, ist halt bisschen schwierig für euch. Nützt aber nichts, müsst ihr euch darauf einstellen, denn es sind Transformationskräfte, die euch im Endeffekt dann stärker machen. Ne? Wenn ihr Hilfe braucht in so einer Situation, kommt zu mir, dann gucke ich ins Horoskop und gucke genau, was der Uranus bei euch so tut. Und da kommt ja dann eben jetzt noch das Halbquadrat zu Neptun dazu, habe ich ja schon erwähnt. Das ist also doppelt wichtig für euch, weil es von beiden Seiten beide Aspekte, Planeten eben auch im Aspekt zu eurer Sonne stehen. Nochmal, ne? Aufpassen, gerade bei Internetbekanntschaften. 3 Monate abwarten. Also gleich kennenlernen, bloß nicht jetzt 3 Monate immer nur schreiben, bevor man sich mal gesehen hat. Ist auch wichtig. Gleich checken, ist da eine Chemie, mögen wir uns, okay, aber dann bitte noch 3 Monate abwarten, damit nicht das Herzchen verletzt werden kann. Also, soweit euer Erlebnishintergrund. Da ist schon einiges los bei euch und jetzt schauen wir in die aktuellen Konstellationen. Also, die Sonne steht in der Jungfrau, macht damit einen schönen, entspannten und förderlichen Aspekt zur Krebssonne sehr angenehm. Steht jetzt noch in der ersten Dekade zu Beginn des Monats. Dann habt ihr die Liebesplaneten und den Mondknoten in eurem zweiten Haus stehen. Und der Merkur ebenfalls, der noch rückläufig ist, steht auch noch im Löwen. Das kann zum Beispiel heißen, dass ihr im Moment noch super vorsichtig sein solltet mit Finanztransaktionen, solchen Geschichten. Also zwei rückläufiger Merkur im Geldhaus, ganz schwierig. Aber die Venus steht auch drin. Und sobald der Merkur wieder direktläufig wird, ist das eigentlich super für euch. Und viele Krebse können sehr gut mit Geld umgehen und haben ein Händchen dafür, ihre Mäuse zu vermehren. Das könnte für euch ein sehr guter Monat für Geld werden ab dem 6., wenn der Merkur wieder direktläufig wird. Genau. So stehen die Sterne also zu Anfang. So geht's los für euch. Und dann haben wir ja am 3. diese Verbindung von Merkur und Mars, ne, wo man aufpassen muss, was man sagt. Das kann bei euch eben auch eine Auseinandersetzung um finanzielle Fragen sein oder auch vielleicht eine mit finanziellen Folgen, je nachdem, ne. Müsst ihr also sehr gut aufpassen. Und wenn jetzt jemand anders euch in so einen Streit verwickelt, nicht persönlich nehmen. Das ist einfach am Himmel im Moment dann eine Phase, wo alle so ein bisschen gereizt sind und alle dazu neigen, ein bisschen härter zu schießen, als es sein muss. Und das ist dann wahrscheinlich nicht gegen euch persönlich gemeint. Ebenfalls am 3., das Sextil hier zur Sonne, fängt dann die zweite Dekade an für die Krebsgeborenen. Nächster wichtiger Aspekt für euch ist am 5. September, da tritt der Mars nämlich ins Zeichen Jungfrau und damit auch in einen guten Aspekt zur Krebssonne. Das bringt Schwung, aber auch wieder
relativ starkes Engagement in Gesprächen, ne? Ist ja im dritten Haus. Also ihr seid dann sehr überzeugend und manchmal auch überraschend scharfzüngig in dieser Zeit, ne? Außerdem haben wir auch noch spannend die Sonne jetzt hier in Opposition zu Neptun. Und das kann Tagträumereien mit sich bringen. Das ist aber in Ordnung, weil die auch die Fantasie anregen. Manchmal ist es auch eine Unklarheit für euch, vielleicht auch in der Kommunikation. Und vielleicht träumt ihr auch einfach von einer Fernreise, hier Neptun im 9. Haus der Ferne, oder von einer unerreichbaren Liebe. Das kann aber ein sehr inspirierender Aspekt für euch sein, wenn ihr gerne schreibt oder auch um schöne Liebesbotschaften zu verfassen. Ja? Und dieser Aspekt geht dann über in den Vollmond. Der ist am nächsten Morgen um 9:02 Uhr am 6. Und ihr Krebse seid ja vom Mond beherrscht. Und deshalb könnt ihr rund um den Vollmond bestimmt sowieso nicht schlafen. Also solltet ihr dann anfangen, euch aufzuschreiben, was euch einfällt, eure Visionen und Fantasien. Dieser Vollmond dürfte super inspirierend für euch werden. Und er steht ja auch harmonisch hier zum Krebszeichen und aktiviert eben diese Achse, wo man Visionen hat und wo man kreativ wird im Denken. Also insofern werdet ihr damit gar nicht so ein Problem haben, denke ich mir. Außerdem wird am 6. dann auch der Merkur wieder direktläufig hier bei euch im Geldhaus. Das ist halt super für alle finanziellen Angelegenheiten. Und falls es da irgendwo zum Stocken gekommen war oder euch Informationen gefehlt haben, dann kommen die jetzt langsam wieder rein. Dann habe ich zwei Top-Tage für euch am Samstag, den 9. und Sonntag, den 10. September. Da habt ihr besonders am 10. auch noch sehr schön den Mond, der steht im Stier, schöner Aspekt zur Krebssonne. Vor allen Dingen ist aber wichtig aus meiner Sicht, dass ihr dann hier die Sonne, die ja auch günstig zu euch steht, im tollen Aspekt zu Pluto habt und damit bricht dann die Sonne diese Spannung so ein bisschen auf, ne? Und da könnt ihr dann ins Gespräch kommen mit jemandem, der sich als sehr einflussreich herausstellt. Und das ist ein sehr guter Aspekt, um die Pluto-Kräfte in eurem Partnerhaus harmonisch zu kanalisieren. Das heißt also auch, wenn da jemand ist, so ein plutonischer Typ, so ein bisschen geheimnisvoll und ein bisschen magisch und stark, könnt ihr vielleicht rund um diese Tage auch ein bisschen mehr ins Gespräch kommen, was euch dann eventuell auch die Angst nehmen kann. Ne? Außerdem am 10. September, da tritt auch dann der Merkur in die Jungfrau ein und bildet dann auch einen guten Sextilaspekt zur Krebssonne für die erste Dekade. So, nächster spannender Aspekt ist der 13. Da beginnt nämlich das Sextil der Sonne hier in der Jungfrau, die dritte Dekade. Ne? Ist dann gut für die dritte Dekade Krebs. Dann haben wir die schöne Flirtphase, die geht vom 13. bis 19. September, wo die Venus eben alle diese schönen Aspekte macht zu Saturn, zu Jupiter und dann noch zu Uranus. Ne? Das ist also schon eine sehr, sehr flirrende, flirthafte Zeitqualität. Und für euch kann das interessante Begegnungen bringen, die euch beruflich oder finanziell gute Impulse geben. Am 19. September geht dann das Sextil hier zu Merkur für euch in die zweite Dekade. Und dann kommt der Neumond am 20. Der ist auch gut für euch, ne? Ihr seid ja Mondzeichen und der steht für euch in einem harmonischen Aspekt zur Krebssonne, hier bei euch auch im dritten Haus in der Jungfrau. Die Themen waren Fakten erkennen, sich neu organisieren, Geheimnisse klären. Und diese Energie könnt ihr für verschiedene Bereiche nutzen, sowohl für euch im Beruf, für eure Selbstdarstellung oder auch für die Pflege nachbarschaftlicher Beziehungen. Allerdings habt ihr zurzeit eine schärfere Zunge als sonst, ne? Sagte ich ja schon. Ihr könnt jetzt sehr überzeugend wirken, aber vielleicht tragt ihr euer Herz auch mehr auf der Zunge, als es euch selbst lieb ist, ne? Das ist eine gute Zeit für Coaching und Beratung. Vor allen Dingen auch, wenn ihr selbst die Berater seid, dann könnt ihr jetzt bei euren Klienten sehr starke Impulse setzen. Ebenfalls am 20. September, die Venus tritt dann in die Jungfrau ein, bildet dann auch einen schönen Aspekt zur Krebssonne und das für die erste Dekade. Und das heißt, dass Singles jetzt die Liebe finden können, wenn sie etwas Neues lernen. Und es ist auch gut für eure Selbstdarstellung, falls ihr über das Internet jemanden sucht, wenn ihr die 90-Tage-Regel beachtet. Dann 20. bis 22. haben wir ja diese Verführungsaspekte mit Merkur, Neptun, das steht ja für euch die ganze Zeit schon so inspirierend, diese Spannungen. Merkur, Neptun, Merkur, Pluto, das ist auch nochmal super für euch.
Ihr seid da selber sehr verführerisch. Ist aber nun die Frage, seid ihr diejenigen, die jemanden um den Finger wickeln oder werdet ihr jetzt mit aller Macht verführt? Letzteres könnte gut sein, weil Machtplanet Pluto ja in eurem Partnerhaus steht und Menschen anzeigt, die euch ungeheurer faszinieren. Auch da bitte immer an die 90-Tage-Regel denken. Am 22. um 22.02 Uhr tritt dann die Sonne ins Zeichen Waage ein. Dann haben wir die Herbst-Tag- und Nachtgleiche und den Herbstanfang. Und die Sonne geht damit dann auch in Spannung zu eurem Krebszeichen, ne, hier aus dem vierten Haus. Aber das ist eben der Bereich der Familie und da habt ihr dann viel Schwung und wollt euch euren Familienangelegenheiten widmen. Konflikthaft kann das eben dann eher dann sein, wenn noch andere Verpflichtungen auf euch warten, aber ihr wollt euch darum kümmern. Außerdem geht an dem Tag auch das Sextil von Mars für euch in die zweite Dekade und bringt euch da Schwung. Dann vom 22. bis 30. September ist ja die Phase der erotischen Spannungen. Da haben wir also den Mars erstmal und dann die Venus, die Oppositionen zu Neptun bilden. Und außerdem dann gleichzeitig auch noch Jupiter zu Uranus. Aber für euch ist vor allen Dingen das hier interessant. Venus und Mars, die stehen halt super günstig zu euch, Neptun auch. Also das kann nochmal eine ganz heiße Phase werden, wo ihr vielleicht auch häufig im Mittelpunkt steht. Und wenn andere Leute verwirrt sind durch diese Aspekte, dann werden sie wahrscheinlich bei euch stehen und um Rat und Hilfe bitten. Die Venus wird dann auch wieder richtig heiß, weil sie sich auf den Mars zubewegt in der Zeit. Und außerdem wird ja dann Pluto wieder direktläufig, haben wir ja schon drüber gesprochen. Das heißt, wir haben den ganzen Monat über eigentlich so eine unterschwellige sexuelle Spannung und auch ein erhöhtes Interesse an Drama und daran, wie man an die Schmerzgrenze rankommt. Und diese Kraft erstreckt sich eben über den ganzen Monat und ihr müsst aufpassen, dass ihr euch nicht von jemandem zu Machtspielchen in einem Flirt oder einer Beziehung überreden lasst oder verführen lasst, die ihr gar nicht wollt. Trotzdem habt ihr in dieser Phase einen schönen Top-Tag am Samstag, den 23. September. Das ist super schön, da steht der Mond im Skorpion für euch im super Aspekt und dann auch noch im Haus der Lebensfreude. Sehr schön für Liebeserlebnisse, Romantik und kuschelige Stunden und auch sehr verführerisch. Am 25. September geht dann der gute Aspekt von Merkur für euch in die dritte Dekade. Und dann habe ich noch einen Top-Tag für euch gefunden am 28. Da ist es nämlich so, dass sich da Venus und Mars hier mit dem Mond im Steinbock harmonisch verbinden. Guck mal, hier haben wir so einen Doppelaspekt Venus, Mars zu Mond und Pluto. Und das ist dann toll, wenn ihr jemanden gefunden habt, dem ihr vertrauen könnt. Dann sind sehr schöne und intensive Momente mit liebevollem Austausch möglich. Am 29. September beginnt dann der gute Aspekt der Venus in der Jungfrau, die zweite Dekade. Und am 30. schließlich tritt dann der Merkur auch ins Zeichen Waage ein und bringt dann hier auch nochmal eine neue Energie in euer Familienleben. Ja, ihr Lieben, das waren eure Sterne im September. Wenn ihr mehr über eure ganz persönlichen Konstellationen wissen wollt, dann berate ich euch natürlich gerne. Und alle Infos dazu findet ihr auf meiner Homepage unter www.antonialangsdorf.com. Die ist auch verlinkt hinter dem kleinen i hier im Bild. Wenn ihr eine gezielte Frage zu eurem Horoskop stellen und etwas über Astrologie lernen wollt, dann ist mein Webinar Antonias Sterne genau das Richtige für euch. Da haben wir in der Gruppe immer einen ganz tollen astrologischen Austausch miteinander. Und der nächste Termin ist am Freitag, den 8. September um 17 Uhr. Bei der Verlosung könnt ihr wieder 15 Minuten Beratung bei mir gewinnen. Und wer gewonnen hat, das gebe ich dann in der kosmischen Schwingung vom Oktober bekannt. Und so nehmt ihr teil, postet mir hier einen netten, interessanten Kommentar, zum Beispiel darüber, was euch meine Horoskope bringen oder was ich besser machen könnte und meinen Kanal einfach abonnieren. Dazu müsst ihr einfach nur hier klicken. Falls ihr es noch nicht gesehen habt, empfehle ich euch auch nochmal das Video-Special Folge deinem Herzen zum Mondknoten im Löwen. Alles Gute mit den Sternen!